Es ist mal wieder Mongo-Zeit. Wir befinden uns endlich in der Tauchkugel. Lang ist es für mich nicht, für euch nicht, aber egal. Nach Neptuns Bounty. Ja, Neptuns Bounty. Lang ist es die letzte Aufnahme. Eine Woche oder so. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern an das Spiel. Das ist furchtbar. Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Also, das. Was ist denn bitte hier los? Blub, blub. Ah, ja, natürlich. Schmuggler. Nette Menschen. Kennt man ja. Ja. Mal einfach mal sicher gehen. Begrüßen wir den guten Schmuggler. Jetzt hattest du das Vergnügen, Andrew Ryan kennenzulernen. Er hat das alles hier aufgebaut und er ist auch derjenige, der es zerstört. Eine Bibel. Niemand weiß, was genau passiert ist. Vielleicht ist er durchgedreht. Vielleicht ist ihm die Macht zu Kopf gestiegen. Vielleicht hat er sich einfach dazu entschlossen, seine Mitmenschen zu hassen. Wie auch immer, auf jeden Fall mussten gute Männer ihr Leben lassen. Meine Familie befindet sich in einem U-Boot, das unter den Fontaine Fisheries versteckt ist. Dort treffen wir uns. Ach ja, unsere netten Freunde hier. Die werden uns noch ordentlich Ärger bereiten. Oh mein Gott. Hast es bald. Ah, ist das nicht schön, von so ein paar Scheren durchbohrt zu werden. Ja, denn wie man sehen kann. Leute, das gefällt mir nicht. Die große Kette. Ist Blut. Was? Die Bibel, christliche Symbole oder Scheren, die von Körpern abfallen. Schmuggelware. Denn unser guter Freund Andrew. Sag mal Leute, was habt ihr denn für Probleme? Unser guter Freund Andrew hat so irgendwas gegen den Vatikan, wie wir ja netterweise schon beobachten durften. Jetzt Leute, mach mal hin. Kiste von Lutz und Söhne. Kennt man ja, ne? Irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, gut. Warten wir gleich mal auf die Lady. Oh, spazieren. Bring, genau. Und zwar möchte ich mich erst einmal entschuldigen. Für die letzten vier. Ja, ich glaube, das waren vier Folgen. Ah, das war echt fail. Hallo, Leiche. Sicherheit geht Ihnen etwas an. Das war richtig arschscheiße fail. Denn irgendwie hat die. Ist die Aufnahme aus unerfindlichen Gründen aus morgen geworden. Scheiße. Hi. Oh, Rosen, wie hübsch. Verbandskästchen. So hat man das so gerne. Aus irgendeinem Grund ist die Aufnahme einfach. Asynchron zur Audiospur um eine Sekunde, aber irgendwie nicht die ganze Zeit, sondern in so Schüben. Das ist total merkwürdig gewesen. Aber die Tage vergehen wie im Flug. Okay. Alles klar. Und, man kann übrigens auch, glaube ich, nicht mehr als 500 Dollar bei sich haben, was ich ganz schön. Oh, verdammt. Ganz schön bescheuert finde. Aber man soll einfach nicht die Logik Andrew Ryans hinterfragen. Er ist einfach ein Gott. Denn schließlich ist es ja verboten, in Rapture Brieftaschen herzustellen, die mehr als 500 Mücken fassen. Ja. Und das ist natürlich immer noch eines der einfachsten Werke, die man hier so haben kann. Schlurft, schlurft. Wenn man diese Medi-Station so nett hackt. Da kann man sich nicht nur billiger selbst daran heilen, was ich ehrlich gesagt noch nie ein einziges Mal getan habe. Oder vielleicht einmal oder so. Wenn man die hackt, dann können sich nämlich die Gegner hier nicht mehr dran heilen, sondern kriegen auch noch Schaden. Ha. Hallo, Mr. B. Was geht, Mann? Es ist ein Verbrechen, sich einer Little Sister zu nehmen. Nee, sie sind niemals einer Little Sister. Yo, Ist das immer noch irgendwie
seit dieser Fail-Aufnahme hat sich irgendwie alles total verstellt. Das ist richtig übel. Weil nämlich die Big Daddy Sounds auch als Sprache zählen, aber das ist immer so laut. Und dieses Wahlgeschrei da von dem. Ist auch sau lustig. Eigentlich ist das nämlich nur so ein komischer Typ, der irgendwelche Laute macht. Total durchgeknallte Laute macht. Und das ist irgendwie so dreimal langsamer. Einfach sick. Auf solche geilen Ideen muss man erstmal kommen. Ja. Es war auf jeden Fall so asynchron, keine Ahnung. Du fetter Walfisch, gib sie Halt die raus! Fresse! Und ich habe halt versucht, das so hin, so gut wie möglich hinzukatten. Aber die Audioqualität musste ein wenig drunter leiden. Hi. Komm schon, komm schon. Kann ich nicht über Kim und Korn ziehen? Ne, sowas gibt's hier glaube ich gar nicht. Stirb! Ja! Oh. Nein, aufhören! Wahnsinniger. Ja. Mr. Bubble, du hast keine Chance. What the fuck, ich bin fast tot. Du kannst mir doch nicht einfach so eine Mine in die Fresse werfen, du kranke Bastard. Wow. Wieso sterbe ich? Das kannst du nicht mit mir machen! Beta Chamber Forderman. Das ist ja fast schon peinlich. Ich bin gestorben. Ach, die Klappe. Ich bin gestorben. Was war nur da los? Wie wechselt man denn nochmal Munition? Was krabbelt da in meinem Garten? Nein. Diese kleinen Mädchen sind nicht nur echte Adam-Fabriken, sie sind auch nahezu unzerstörbar. Ja, Steinman, gib's mir, Junge, gib's mir. Hoffentlich finden wir noch mehr Bänder von dir, du geile Rasse. Neues Gewebe herstellen. Sie unterhalten eine symbiotische Beziehung zu den ihnen implantierten Schnecken. Wenn man die Schnecke entfernt, stirbt er. Stirb, mein Gott, stirb! Du hast ja keine Chance! Es ist eher so, als würde man bei einem Zimmerpatienten. Was soll die Kacke? Deswegen bin ich gestorben. Weil ich da einfach so in zwei Maschinchen da beschossen werde. Aje, oje, oje. Das ist doch einfach nur beknackt. Aber viel. Die haben keine Chance, diese Big Daddies. Ich musste zwar einen Haufen an Zeug opfern. Auch Verbandskästen genannt. Was? Hier. Aber es hat sich gelohnt. Oh mein Gott. Steuerung. Komm mal wieder klar mit mir, bitte. Oh. Ich weiß, es tut mir leid. Du. Ja, $500. Super. Du bist hässlich, aber ich muss dich leider noch hässlicher machen. Denn wir wollten sie ja retten, diese hässlichen kleinen Mädchen. Der Exorzismus ist abgeschlossen. Du warst sehr lustig zu meinen Kleinen. Aber bist du wirklich ein Freund? Wie dem auch sei. Eine der Kleinen bringt dir ein Geschenk zum Zeichen unserer Dankbarkeit. Oh, danke. Tannenbaum, die Belohnung steckt in einem Teddybären im nächsten Gatherer's Garden Automat. Schlüssel für die Tauchkugeln. Wer erzählt uns denn diese tolle Geschichte? Solomon. Bis auf Weiteres sind alle Tauchkugeln gesperrt. Wir mussten in Ryans Auftrag so eine Art kinetisches Schloss in die Dinger einbauen. Jetzt kann nur noch Ryan und sein Führungskreis sie frei verwenden. Die Jungs haben mir aber erzählt, dass die Schlüssel sehr unzuverlässig sind. Schwestern, Cousins, alle mit genetischen Ähnlichkeiten können nach Belieben mit den Tauchkugeln fahren. Heißt das, dass ich ein Verwandter Andrew Ryans bin? Scheiße. Das ist ja echt krass. Weil sonst könnte ich die ja gar nicht benutzen. Tam, tam, tam. Was ist das denn hier? Medical Expert. Medical Expert verbessert ihr Verbandskasten. Verbessert ihre Verbandskästen, indem es Verletzungen mit verblüffender Geschwindigkeit heilt. Verwenden Sie es nie wieder ohne ihren besten Freund. Tu ihr bitte nicht weh. Was? Wem denn? Wer seid ihr überhaupt? Bam!
Du hast ja keine Ahnung, mit wem du dich anlegst. Headshot. Was? Noch mehr? Ah. Wo schießen die da bitte hin? Ihr habt ja keine Ahnung, wie es ist, so zu leben, wenn man hässlich... Was? Wo? Wenn man... Oh, von Granaten beschossen wird vor allem. Ich muss dringend an einen Verkaufsautomaten kommen. Ich habe einfach zu viel Geld. Das gibt's ja gar nicht. Vielleicht. Die sieht aber noch ganz schön... Okay. Ich würde sagen, sie sieht noch ganz gut aus dafür, dass sie tot ist. Ja, aber... Die ist ja hässlich wie die Nacht. Also... Ja. Sowas kommt mir nicht in die Bude. Ekelhaft. Granatchenkiste. So. Haftminen. Und ein Fisch. Ein Fisch, der auf dem Trockenen liegt. Ja. Das muss man, glaube ich, nicht weiter näher ausführen hier. Ah! Ich vergesse mal, dass man nicht sprinten kann. Obwohl das manchmal noch ganz, ganz hilfreich wäre, wahrscheinlich. Aber da ist halt der... Was war das? Pistolenkugel. Der nächste Verkaufsautomat, der mir einfiel. Nämlich wieder zurück am Anfang. Hahaha. Willkommen im Zirkus der Werte. Ha, möchte man nicht immer gerne von so einem Clownsgesicht begrüßt werden? Nein, ich glaube nicht. Ja. Ach, jetzt brauche ich ja mehr von denen. Wie nervig. So, die Frage ist jetzt nur, was hat das zu bedeuten? Wir müssen erstmal Atlas Familie retten, ne? Aber vorher... Wow. Du hast mich dazu gebracht, auf dich zu schießen. Was hast du dir nur angetan, Digga? Ionischen Schrot kaufen. Den braucht man immer. Ja. Egal. Wir haben eh zu viel Geld, also... Los, weg damit. Ja, Verbandskästen vor allem. Ist einfach alle rausgehauen. Paiv-Spritzchen und schon sind wir blank. Ja, natürlich wird glücklicherweise, ehrlich gesagt, überschüssiges Material, das man einkauft, einfach aus dem Automaten ausgespuckt. Dass man sich später einfach wieder abholen kann. Aber ich glaube nicht, dass wir dahin nochmal jemals zurückkehren werden. Aber wer weiß, wer weiß. Denn der Tag ist noch jung und wow. Und der Fisch wird niemals sterben. Niemals sterben. Ja. Gehen wir erstmal andersrum. Ich suche nochmal alle Leichen. Oh mein Gott. Wer will mir denn jetzt schon wieder ans Bein pissen? Ah, hier geht's irgendwie rein. Wow, Mann! Au, au. Mein eigenes Geschütz schießt auf mich. Dankeschön. Gib mir erstmal ein bisschen Zeit, ne? Ich muss mich erstmal wieder einleben hier. Wow, kleines. Du legst dich mit dem Falschen an. Also für eine Tote kann ich schon ganz schön lange nachschreien, ne? Ja, immer so schön Übertreibung hier einbringen. So, jetzt habe ich wenigstens alle ausgeraubt. Mit ganzen $25 in der Tasche. Gehe ich jetzt mal weiter und durchsuche diesen Saftladen hier. Der sich Neptune's Bounty nennt. Ich suche Behälter nach Beute. Durchsuche mir einfach mal diesen Behälter. Was ist das? Ist das Eis? Oh. Natürlich ekelhaft. Und siehe da, ich muss noch einmal den verdammten Automaten aussuchen. Um nämlich mein Telekinese-Plasmid, das ich nämlich, ehrlich gesagt, nach dieser einen Szene, mit in der man es braucht, niemals wieder benutzt habe. Gegen ein wunderbares Feuer abfackeln. Fingerschnipp und du bist tot, Plasmid. Nein. Ich muss tatsächlich einmal rumkommen. Die zwingen mich dazu.
abfackeln.